Liebe Leute, jetzt muss ich erstmal frische Luft schnappen nach der Debatte über den Heizungshammer hier im Bundestag. Ja, das Habeck'sche Monstrum soll offensichtlich kommen. Es gibt ein paar kleine Änderungen, die uns denken lassen sollen, dass jetzt alles toll wird. Wird es aber nicht. Dieses Ungetüm bleibt ein Monster, ein sehr, sehr teures Monster für Bürger und Steuerzahler, was am Ende überhaupt keine vernünftige Wirkung erzielen wird. Aber diese Ampel will es einfach durchdrücken. Nur wir Bürger können das verhindern, was da kommen soll. Es wird teuer für jeden, der sich eine neue Heizung einbauen muss. Und es wird teuer für die Steuerzahler, die die Förderung doch bezahlen müssen. Es wird ja immer gesagt, ja, ihr kriegt ja Subventionen. Aber auch das werden wir am Ende bezahlen müssen. Was ist eigentlich mit den Mietern, die drauf zahlen müssen? Die Vermieter werden natürlich ihre Kosten auf die Mieter umlegen. Ist doch völlig klar. Was ist eigentlich mit den Leuten im ländlichen Raum, die sich eben keine Fernwärme leisten können, weil es sie gar nicht gibt auf dem Lande? Die werden auch teuer bezahlen müssen. Und am Ende wird es dann auch noch so sein, dass man nicht mehr als mündiger Bürger behandelt wird, sondern vorher, bevor man sich eine neue Heizung einbauen lassen will, ein Beratungsgespräch haben muss, möglicherweise verpflichtend. Das ist also unfassbar, wie wir als Bürger dieses Landes behandelt werden. Und wir werden natürlich alles in unserer Macht Stehende tun, um diesen Heizungshammer möglichst noch zu verhindern. Und ich hoffe, Sie helfen mit. Verpassen Sie diese Ampel einen Denkzettel bei nächster Gelegenheit. Sie können am Sonntag schon in Schwerin damit anfangen.